Und ganz langsam muss in diesen Ländern ein Bewusstsein für demokratisches Verhalten, für Menschenrechte und so weiter entstehen. Und was gegenwärtig in Syrien passiert, indem also die USA gemeinsam mit den Saudis die Rebellen finanzieren und sich wundern, dass dann eine Regierung, die ja religiös, was die Religion angeht, viel toleranter war als alle anderen arabischen Regierungen. Sadat hat die Christen geduldet, er hat die Aleviten geduldet, er hat die Sunniten geduldet, er hat die Schiiten geduldet. Die konnten alle miteinander in Frieden leben. Und dann wurden die Rebellen finanziert. Und jetzt haben wir in Syrien einen Weg in die Instabilität, wie wir ihn in Afghanistan haben, wie wir ihn im Irak haben. Und man kann nur hoffen, dass es jetzt gelingt, auch mit Hilfe Russlands eine Lösung zu finden, die am Ende eine stabile Regierung in Syrien wiederherstellt. Das heißt,